Seit Jahrzehnten schon träumen Fans von Need for Speed vom Underground 3 Teil. Die Fortsetzung zu Underground 1 und 2, die legendärsten Teile. Und es ist soweit! Underground 3 Alpha, ihr werdet sie heute sehen. Ich zeige euch Tuning vom Allerfeinsten. Ihr werdet euren Augen nicht trauen. Ihr müsst nur in die Gruppe kommen, in die WhatsApp-Gruppe. Hör auf zu träumen, du hast noch viel zu lernen, kleiner Mann. Verdammt, da habt ihr aber schlecht geträumt, würde ich behaupten, ne? Aber natürlich war das ein Traum. Kennt ihr das nicht, wenn die geilen Träume auf einmal abrupt total bescheuert werden und dann aufhören? Spätestens beim Toyota Supra hättet ihr merken sollen, das kann ja gar nicht stimmen. Hallo? Bei euch piept's wohl. Toyota Supra, Need for Speed, merkt ihr selber, ne? Voy a la playa, voy a subir la marea. Ja, willkommen zu diesem Video, Leute. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr die Seele verbrannt. Aber ja, was ihr hier seht, ist aber trotzdem kein Fake. Ihr seht tatsächlich den typischen Underground 1 Tunnel und Autos, die man so mal gar nicht in Underground gesehen hat und die auch von der Dimension irgendwie anders aussehen und auch grafisch. Ja, was ist denn das hier? Ja, die Experten unter euch wissen es schon längst. Entweder da sie es kennen oder an diesen weißen Streifen hier durch die Gegend fliegen. Das ist actually eine Need for Speed Carbon Mod. Oder Carbon, ich wechsle da immer ab. Wir sind bekloppt, ne? Mal sag ich Carbon, mal sag ich Carbon. Auf jeden Fall haben wir es hier mit der Need for Speed Rework Mod zu tun. Ja, das ist im Grunde wie die Redux Mod, eine Überholung der Grafik und so weiter, aber nochmal eine Nummer heftiger. Ja? Einfach mal heftiger. Ihr habt hier, wie gesagt, neue Grafik bzw. Filter, ne, die Grafik sehr anders aussehen lassen. Und ja, wie auch schon bei der Redux, ihr seht es hier im Hintergrund, ganz viel Tuning-Möglichkeiten, aber da ist der Unterschied jetzt auch nicht so groß, weil die Teile alle von Archie sind, von Archies Extended Tuning Mod oder wie genau die jetzt heißt. Auf jeden Fall, es ist ungefähr dasselbe Tuning wie bei Need for Speed Carbon Redux halt. Und ja, der größte Unterschied ist halt dabei, dass vieles am HUD geändert wurde und so weiter. Musik wurde auch geändert, die hört ihr jetzt nicht, aber die werde ich euch auch nicht vorspielen können. Ihr wisst warum. Lohnt sich aber eh nicht, die passt nämlich teilweise sowieso überhaupt nicht zu dem Spiel. Das ist jetzt nicht böse gemeint an die Mod-Ersteller oder so, aber naja, ich weiß nicht. Limp Bizkit und so hat zwar geile Songs und so, aber es passt nicht ganz in die Thematik hier. Und noch ganz, da sind noch ganz andere Sounds, aber egal. Das ist ja die eine Sache. Dann am Gameplay hat sich ein bisschen was geändert. In der Challenge-Serie sind hier und da ein paar andere Events. Und auch die KI an sich haben sie ein bisschen geändert. Also teilweise wirkt die auch ein bisschen sehr schnell. Also man merkt, hier wurde an dem Balancing ein bisschen rumgebastelt. Die Polizei verhält sich anders, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber auch wie gesagt, die KI, die hat teilweise sehr, sehr starkes Rubberbanding. Und ja, das tut natürlich auf Dauer weh, wenn du immer wieder Rennen hast, wo du schwitzen musst. Ne? Ich meine, dass du Rennen hast, wo du mal schwitzen musst, ist ja gut so. Jetzt soll ja auch nicht zu einfach sein, aber teilweise ist die KI mir so weit von weggefahren. Da habe ich Flashbacks des Todes gekriegt. Das war wirklich wie Underground 1, das kennt man ja. Wenn die da einmal vorne ist, die KI, und im Rubberband, da kriegst du die auch nicht mehr. Und hier ist das halt auch teilweise ziemlich geisteskrank. Und ich habe jetzt, weiß nicht, muss ich mal gucken, ob ich da noch Footage von habe aus dem Livestream. Als ich gegen Darius gefahren bin, der konnte allerdings gar nichts. Und der ist ja normalerweise der schwerste Gegner damals gewesen. Neben dem Rennen gegen Wolf im Mosilago zum Beispiel und so. Der war auch relativ schwer, auch sehr heftig hier in der Mod. Ja, der R8, da haben sie irgendwas gemacht an dem Audi R8 Le Mans. Und beziehungsweise hier ist ja nur der Audi Le Mans, ne, damit es korrekt bleibt. Ja, der ist irgendwie kaputt, der Wagen. Der hat keine Leistungsupgrades mehr, da konnte ich nichts machen, wie bei der Redux zum Beispiel. Und als ich dann gegen Darius gefahren bin, hat er einfach gar nichts hinbekommen. Also an vielen Stellen ist die Mod einfach ziemlich broke noch und hat hier Kinderkrankheiten, was mich aber auch nicht wundert, wenn man da so viel ändert. Ne, ist halt alles Feinschliff, ist ja auch alles noch in Arbeit. Und es sind am Ende ja auch einfach nur Modder. Und allein, dass die überhaupt da sind und das für uns machen, ist schon Lob genug. Das ist einfach schon, ne, das muss man einfach wertschätzen, was die da reinpumpen, teilweise für lau. Ne, wir brauchen ja nichts bezahlen für diese ganzen Inhalte. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Ich liebe es einfach auch, dass die Community so stark ist, also diese Mod-Community. Größtenteils natürlich, ne, englischsprachig, aber naja, für die meisten stellt das ja jetzt kein Hindernis dar. Für mich zumindest auch nicht. Und ja,
kommen wir dann mal dazu, was ist hier alles anders. Man sieht es ja natürlich, wie gesagt, die Grafik ist halt heftig anders durch diese Filter und alles. Sieht schon krass aus. Und das HUD wurde auch verändert. Man hat sogar hier so einen kleinen Drehzahlmesser, der dir digital anzeigt. Also eine kleine, feine Sache. Auch Nitro ist optisch verändert und so weiter. Und was ich ja abfeiern würde, wäre, wenn man noch ein bisschen mehr Underground 1-Style vielleicht reinbringen könnte. Zum Beispiel beim Tuning, dass unten diese Leiste in Blau ist und so weiter. Wie es halt in Underground 1 aussah. Ob das überhaupt möglich ist, keine Ahnung, aber wäre schon eine coole Sache. Und ja, auch ne, die Polizei, da kommen wir jetzt mal zu, die ist halt auch verändert. Wir sehen hier Ford Crown Victoria Stufe 1 und ja, natürlich ändert sich das immer wieder dann pro Stufe. Wir haben halt, wie gesagt, ganz normal Stufe 1 und ich muss sagen, beim normalen Spielen hat sie zwischendurch schon ein bisschen gestört, die Polizei. Es hat mich irgendwie an die eine Challenge erinnert mit dem Chevelle SS, wo die Polizei sehr hartnäckig ist und mir kommt so vor, als wäre die hier immer so hartnäckig. Ich meine, man kann sie abhängen, es dauert aber gefühlt ein bisschen länger und ich glaube, da hat man einfach die Polizei ein bisschen stronger gemacht und in der Hinsicht wäre ich ein bisschen vorsichtig, vor allem bei Level 1. Man sollte das Balancing halt auch nicht schrotten, indem man sagt, ja, wir machen das ein bisschen schwerer, weil man vielleicht selbst gewohnt ist, dass es einfach ist, weil man einfach viel spielt und Profi ist als Modder oder so oder einem Kuro oder so anschaut und denkt so, das ist alles viel zu einfach. Das, ne, ich meine, die das ständig spielen, das sind halt auch mehr oder weniger Profis, die kennen die Mechaniken, die haben kein Problem mit Cops. Wenn ich jetzt aber seit Ewigkeiten kein Carbon gespielt habe und einfach im Hype bin, weil, oh geil, ich habe jetzt die Mod, ich habe das Spiel, bla bla, ich kann jetzt einfach spielen, du gehst da rein und wirst direkt misshandelt von der Polizei, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Und ja, so ein Otto-Normal-Spieler, der jetzt gar keinen Bock drauf hat, in irgendwelchen Dateien rumzuwühlen, der wird da auch nicht hingehen können und sagen, ah, dann stelle ich mir halt alles leichter ein, ne, das kriegt der nicht hin. Ne, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich wette, hier gibt es auch welche, die sich denken, ne, was ist denn, was für, was, Extractions, was ist das? Naja, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ab Stufe 2 kommen dann natürlich auch wieder Undercover-Einheiten dazu und ein Dodge, das finde ich auch sehr cool, haben die hier geändert, dass man verschiedene Fahrzeugmodelle bereits in den frühen Stufen hat. Das kannte man sonst nur aus Wanted. Auf Stufe 6 hat ein ja die Undercover-Corvette und ein Jeep verfolgt. Und seit es die Limit-Adjuster-Mod gibt, da haben wir ja schon auch die ganzen Heat-Stufen komplett verändert. Also wir spielen ja aktuell Most Wanted Redux so, dass da auf verschiedenen Leveln ganz viel verschiedene Polizei schon kommt. Funktioniert in der neuen Redux von Carbon leider nicht und hier wahrscheinlich auch nicht. Da kann man an der Limit Adjuster Mod selber nicht rumbasteln, dann stürzt immer sofort das Spiel ab, warum auch immer. Aber naja, ja, Stufe 3, da haben wir wieder die Pontiac GTOs, aber auch ein Ford Mustang ist dabei, den sieht man hier auch noch. Und dann kommen jetzt bei Stufe 4 dann natürlich die bekannten Undercover GTOs noch dazu und es kommen uns SWAT-Fahrzeuge entgegen, die sind auch ein bisschen, ja, gut. Weiß ich nicht, was soll man dazu sagen? Die sind schon recht brutal, die sind halt super schwer so, ne? Ich meine, ich habe da jetzt nicht so das Problem, weil ich halt meinen Speedbreaker ziemlich extrem eingestellt habe. Gerade derweil mich das sonst zu sehr stört beim Spielen, weil ich weiß, das nimmt ein bisschen die Herausforderung weg, aber am Ende soll es mir Spaß machen und ich habe einfach Spaß daran, mit diesem Speedbreaker LKWs durch die Gegend zu kicken, Straßensperren wegzukicken und so, ne? Ist ja keine Olympiade hier, wo ich irgendwelche Rekorde aufstellen muss oder so, ne? Tja, auf Stufe 5 kommen dann die bekannten Corvettes, aber auch Lamborghinis zum Einsatz. Die sind auch neu, die Lambos. Hat mich echt gewundert. War ja eine ganz wilde Sache. Aber ansonsten auch jetzt nichts großartig anderes. Und ja, Stufe 6 kennt man dann auch. Da kommen dann halt auch noch die Undercover-Corvettes, aber Jeeps kamen jetzt keine vorbei, zumindest nicht in meiner Verfolgungsjagd. Normalerweise ist das ja so in Most Wanted gewesen, dass da auch die SUVs sich verfolgt haben auf Stufe 6. Aber eigentlich ist mir nur aufgefallen, dass hier vermehrt wieder Renos mir entgegenkamen. Ne? Also da hat man auch schon ganz leicht übertrieben. Wie gesagt, da kamen in einer Kurve Renos, eine zweite Kurve später kamen wieder welche wie hier in der Gasse. Relativ zeitnah und ich meine, die sind halt sehr schwer. Ohne meinen Speedbreaker wäre ich wahrscheinlich längst verhaftet worden. Aber naja, was mich auch stört, ist hier dieses Superstate, bla, was da alles gerade eingeblendet wird.
Das ist in der Mod irgendwie ein bisschen störend. Das passiert halt auch, wenn du das Gebiet wechselst, dann zeigt er dir halt an, welche Crew da gerade so das Sagen hat. Und das ist teilweise so hart mitten im Bild, dass es stört. Jetzt kann man natürlich sagen, warum platzieren die jetzt nicht woanders? Ja, könnten sie machen, würde sich auch jeder wünschen. Ob es so einfach ist, weiß ich jetzt nicht, weil es klingt simpel, aber solche Sachen können teilweise echt schwierig sein, vor allem wenn man nicht weiß, wo genau die Einstellung dafür ist in dem ganzen Coding, um zu sagen, ja, bitte zeig das woanders im Bildschirm, Mann. Das kann unter Umständen daran liegen, dass es ist, oder die Leute haben einfach nicht dran gedacht, dass das irgendwie stören könnte, aber gut, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf Stufe 7 wurde es dann auch wieder anders wild, wir hatten da auch Undercover, Lambos und so weiter und so fort, aber die wurden auch ein bisschen aggressiver, die Cops, und haben da ganz komische Manöver ausgepackt und mich dann auf einen Schlag so krass ausgebremst, ja, da war es einfach vorbei, ne, dann ist da natürlich eine miese Sache, wenn du eine Zange genommen wirst. Da konnte ich auch gar nichts mehr machen, der Speedbreaker ging nicht mehr an, gar nichts, da war einfach, ja, scheiße gelaufen. Und zu allem Überfluss ist das Spiel dann auch noch abgestürzt, als da vermutlich dann die Verhaftungsszene eingeblendet werden sollte. Das ist natürlich dann auch wieder GG, ne. Auf Stufe 8 war es dann auch wieder ein wildes Mischmasch, da kamen Mustangs, Ford Crown Victoria, die SWAT-Fahrzeuge sind mir auch hinterher gefahren. Ja, ganz wilde Angelegenheit, weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn ich die schweren Schlachtschiffe da irgendwie durch die Gegend schiebe. Vielleicht war das auch nur für eine Challenge, ne, ob das jetzt im freien Modus allgemein geht mit der Heat-Stufe, weiß ich nicht, ich hab's halt durch eine Mod aktiviert. Auf jeden Fall ist das Spiel schon wieder dann abgestürzt, kam auf diese Stufe 8 anscheinend gar nicht klar, keine Ahnung, was da los war, aber ja, zum zweiten Mal abgeschmatzt. Auf Stufe 9 kam dann auf einmal Cross mit dazu, aber auch wieder SWAT-Fahrzeuge, die haben sich alle ein bisschen anders verhalten, genauso wie Cross in Most Wanted. Der ist ja immer ein bisschen auf Abstand geblieben, der ist nicht wie die anderen immer, ne, direkt auf dich zugefahren, also der hat da so schon seinen Abstand eingehalten und das haben die irgendwie, ja, übernommen, auch die anderen Fahrzeuge. Und das war es im Grunde auch. Auf Stufe 10 waren dann auch überall Cross-Fahrzeuge und alles ein Mischmasch. Aber nichts Besonderes, auf jeden Fall ist er auch wieder abgestürzt, also mit den höheren Heatstufen kommt die Mod wohl irgendwie noch nicht klar, oder ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an meiner Installation, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir das Game ein paar Mal abgeschmiert. Ja, und bis hierhin war es das dann auch eigentlich schon wieder. Es ist, wie gesagt, größtenteils eine optische Mod, hier und da ein bisschen was anders, ne, Polizei anders eingestellt, ne, andere Fahrzeuge, ne. Aber keine großartig anderen Spielmodis jetzt und so weiter. Muss man, glaube ich, auch nicht zu viel erwarten in der Hinsicht. An sich, wie gesagt, eine tolle Mod. Sounddesign ist an manchen Stellen nicht so der Kracher. Die Turbos hören sich bei manchen Autos ein bisschen seltsam an. Ne, auch der M3 GTR, da, Gott, also der hört sich im Intro auch nicht mehr so genial an. Also da haben die irgendwas am Sound rumgepfuscht. Der Wagen hört sich wirklich komisch an. Ne, da würde ich echt beim Original bleiben. Und ja, aber ansonsten eigentlich eine geile Mod, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, wenn euch das interessiert, schaut gerne mal in die Beschreibung. Dann war's das von meiner Seite mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Ausflug hier in dieses, ja, Underground 3 auf Wish bestellt, kann man fast sagen. Keine Ahnung, ist, ne, durch den Tunnel und so, das finde ich jetzt noch die geilste Sache an der ganzen Mod. Es wirkt schon fast so, deswegen sagte ich auch, wenn man da dem Ganzen so ein bisschen Underground 3 Optik noch verleiht, beziehungsweise, was heißt Underground 3 Optik, gibt's ja nicht, aber also ich meine so Underground 1 zum Beispiel, ne, das wäre schon eine ganz wilde Angelegenheit. Aber ja, gut, dann bin ich raus, ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.